Oh, dann wollen wir doch mal wieder. Wir fühlen uns weniger müde. Ja, das ist gut, denn wir wollen töten. Genau, dich wollen wir töten. Also, eigentlich nicht nur dich, aber du bist ein guter Anfang. Drei. Ich werde dir den Garaus machen. Drei ist nicht gut. Gehen wir mal. Da können wir nicht mehr durch. Gehen wir mal da durch. Dann können wir hier wenigstens die schön nacheinander umbringen. Wenn sie dann herkommen. So, also. Muss er richtig arbeiten, dafür, dass wir ihn angreifen. Ups. Nein, nicht schon wieder Schild angreifen. Wir sind schwach und erschöpft. Das ging aber schnell. Und wir können nicht rückwärts gehen. Das war zu knapp. Schnell heilen, bevor der nächste kommt. Und warum konnten wir hier nicht rückwärts gehen? Ist da der Ausgang? Oh, das kann sogar sein. Wir sind nämlich im Nordwesten. Ja, gut. Also, nochmal heilen. Dann kämpfen wir gegen den Rest da. Und dann könnten wir eigentlich hier rausgucken. Aber nee. Wir wollten ja schön den ganzen Dungeon erforschen. Und den ganzen Schild wegmähen. Weniger müde ist gut. Ich werde dir den Garaus machen. Weniger am Leben wäre auch ganz gut. Also, der da. Zu langsam, zu schnell. Zu langsam. Ah, das war ein Glückstreffer. Also, von uns aus. Na komm. Stirb. Na gut, stirb. Und stirb. Ah, die halten doch zu viel aus. Ach, komm schon. So, einer müsste noch rumschwirren, genau der da. Und wenn dahinter ist noch einer? Ah, okay, also schwirren noch zwei darum. Aber wenn die dann tot sind, dann müssten wir eigentlich genauso weit sein wie vor dem Tod. Also vor unserem Tod. Wo wir jetzt gerade so eine offene Fläche haben, probieren wir mal einen von den Zaubern aus. Nämlich diese unkontrollierte Blitzsäule. Und dann ganz schnell weg. Ich wollte weg. Wow. Instant tot? Das ist ordentlich. Okay, wir hatten ihn schon ein bisschen weich geklopft, aber nicht so viel. Also ja, merken wir uns, wenn wir nochmal auf irgendeinen 10 Gegner treffen, wie diese fliegenden Kügelchen zum Beispiel, dann werfen wir noch so eine Blitzsäule. Und den haben wir sogar als Angriffszauber, oder? Aber wenn wir ihn zaubern, wird er wahrscheinlich keinen Schaden machen, weil unsere Magiestufe nicht hoch genug ist. Aber allgemein, sehr guter Zauber. Oh. Und wir haben gerade wieder zweimal geheilt, ohne den Stock in der Hand zu haben. Naja. So, jetzt ist aber hier oben alles frei. Gut, dann schauen wir doch mal hier so durch. Und laufen nicht in die Stacheln. Aha. Okay, da ist jetzt ein Kugelding. Testen wir, ob es wirklich instant tot ist. Komm her. Und? Naja, es macht nur viel Schaden. Wobei viel relativ ist. Wo willst du hin? Haben wir Heiltränke über? Ja, ein Heiltrank. Das ist nicht viel. Schild in die Hand. Und das Beste hoffen. Er hat noch ein bisschen viele Lebenspunkte. Könnte echt knapp werden. Nochmal sterben wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, hat noch fast die Hälfte. Ne, dann müssen wir weg. Und hoffen, dass das Schild schnell genug nachwächst. Oh, raus wollte ich eigentlich nicht. Aber na gut, wir kriegen einen Punkt in Magie. Den setzen wir wieder in Fleisch. Und das benutzen wir auch gleich. Mal gucken, ob wir jetzt eine komplette Heilung bekommen.
dadurch, dass wir eine Magiestufe mehr haben und den Shop benutzen. Ah, fast, fast. Aber wo sind wir hier eigentlich? Was ist das da hinten? Hm, na gut. Nicht ablenken lassen, wir wollen zurück ins Schilf. Und dieses komische Kugelding umbringen. Da sind die Stacheln. Mal gucken, ob das Ding sich regeneriert. Nee. Schön, schön. Dann stirbt jetzt schön schnell. Und dann können wir weit den Dungeon erforschen. Na, ein, zwei Treffer noch. Hier sind echt See. Und die Münze kann man noch nicht aufheben. Gut, also nach Norden bis zur Wand ran und der Wand folgen. War da gerade ein Dreher? Du wirst hier verrotten. Ja, hat einen neuen Spruch drauf. Also keinen sehr guten, aber ein bisschen Abwechslung wenigstens. Und wir haben schon wieder vergessen, das Schild anzulegen. So. Sei doch so lieb und drop einen Heiltrank. Das wäre ja echt schick. Sonst muss Gerigon gleich eine Pause machen. Und das will ich nicht. Hm, na gut. Du wirst hier verrotten. Ja, dieses Wesen am Anfang hatte recht gehabt. Es sind sehr, sehr viele und wir sind sehr, sehr allein. Na, da kommt schon gleich der nächste Reiter an. Also, lauert hinter der Ecke. Du wirst hier verrotten. Na, Kämpferlevel dauert noch ein bisschen. Wir sind erfahrenen Stichwaffen. Hm, ich hätte schwören können, wir wären schon auf einem der letzten Grade. Aber na gut. Willst du hin? Du wirst hier verrotten. Eins, zwei und zurück. Eins, zwei und zurück. Eins, zwei und zurück. Ah, das klappt ganz gut. Ah. Eins, zwei, zurück. Eins, zwei. Wir haben schon länger keinen Heiltrank mehr dabei gehabt. Aber du hast jetzt einen dabei, oder? Dafür bringen wir dich auch ganz schnell um. Das würden wir eh, wenn wir es könnten. Na komm. Verrecker. Jetzt nicht aus Versehen sterben. Hm, keine Heiltränke. Hm, nö, keine Heiltränke. Okay, ganz vorsichtig. Schlagen zurück. Schlagen zurück. Ein Schlag müsste es eigentlich nur noch sein, dann ist er tot. Wenn er mal treffen würde. Okay. Drei Schläge. Boah. Na gut. Dann heißt es mal wieder pausieren. Außer ich finde noch irgendwo Heiltränke oder Magietränke. Obwohl für einen Zauber reicht es vielleicht gerade so aus. Ja, Punkt noch gesetzt. Schön, schön. Das heißt, ich kann noch 2-3 Minuten weiterspielen. Ich komme mir vor wie zum alten Münzautomaten, wo man früher dann gespielt hat. Also wo es immer hieß, Insert Coin for Credit. Und dann kommt man 2-3 Mal spielen und dann muss man wieder Geld nachwerfen. Gibt es sowas heute eigentlich noch? Also eine Netzwerkleben quasi mit solchen ganz vielen Kabelautomaten? Ich kenne jetzt nur noch die, wo man halt so eine Art Internetcafé hat. Aber das ist ja was völlig anderes. Und das mit den 2-3 Minuten war auch nicht ganz richtig. Es hat gerade mal 30 Sekunden länger gehalten. Hm. Nee, mit dem legen wir uns nicht an. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Eingang. Da war es einigermaßen sicher. Solange bin ich unterwegs. Wo kommst du denn her? Okay, gehen wir mal darum. Ja, das ist schon echt praktisch, dass man hier durch den Schilf durch kann. So, gehen wir jetzt hier raus. Und dann ruhe ich mich aus und melde mich wieder, wenn wir volle Lebenspunkte und volle Mana haben. Bis denne.
So, da wären wir wieder und das sollte jetzt eigentlich auch reichen. Zumindest für die 5 Minuten, die die Folge noch dauert. Man darf hoffen. So, wir wollen jetzt hier lang und die letzten Wolfsreiter töten. Auch wenn sie sich als ganz schön zähes Pack erwiesen haben. Und überall sich eingenistet. Da ist der eine. Genau, du. Und wir haben schon wieder kein Schild. Schon besser. Das ging jetzt schnell. Den hätten wir vorhin auch noch umbringen können. Du wirst hier verrotten. Nee, werden wir nicht. Wir haben einen schönen Ausgang gefunden. Das heißt, wir können jederzeit hier weggehen. Wir sind nur noch hier, um euch das Leben schwer zu machen. So, da ist noch einer. Mal gucken, mal kurz hier zu Ende. Ja, Sackgasse. Also nicht wirklich eine Sackgasse, weil wir ja alles kaputt machen können, aber wir wollen ja primär erstmal die ganzen Räume in Anführungszeichen erforschen. Also die Gebiete, die eh schon freigeräumt sind von dem Schiff. In der Hoffnung, dass da irgendwo irgendwas ist, was wir da brauchen können. Oh, endlich mal wieder ein Heiltrank. Knie nieder, bevor du stirbst. So darf das ruhig weitergehen. Wir müssen auch unbedingt dran denken, gleich wenn wir uns heilen, dir den Stab in die Hand zu nehmen. Nicht wie vorhin, wie ich das zweimal vergessen habe, weil ich die ganze Zeit am Plappern war. So, nehme ich genau jetzt. Heilung. Und brauchen wir noch eine zweite? Wahrscheinlich nicht. Hm? Na doch, sicher, sicher. Oh, selbst dir ist nicht vollständig geheilt. Aber na gut. So, dann gucken wir nochmal hier in die Ecke und danach hier in die Mitte. Da ist irgendwas. Ah, Skorpion Nummer 3. Oder? Oh ne, den hatten wir vorhin aufgehoben, aber nicht nachdem wir neu geladen haben. Nochmal. Gut, also den hätten wir auch. Also nur Stacheln. Ich werde dir den Garaus machen. Hier ist hoffentlich der letzte, vorletzte Wolfsreiter. Knie nieder, bevor du stirbst. Die sind jetzt schon zweimal geschwächt, wenn ich das richtig sehe. Das ist nicht gut. Weil dadurch gehen unsere Stats arg runter. Ah ne, doch noch nicht. Eine Wirklichkeit, eine Stärke. Ja, das ist vertretbar. Na, komm schon. Komm schon. Wir wollen den Dungeon hier abbrennen. Oder so ähnlich. So, noch zwei. Hier sind echt Dutzende von denen. Das geht gar nicht. Wenn die KI von denen ein bisschen besser wäre und wir wirklich von vornherein alles weggeräumt hätten an Schild, hätten wir ein richtiges Problem gehabt. Und ich rede wieder schon zu viel. Denn wir verlieren jede Menge Lebenspunkte. So, Ast in die Hand. Und heilen, was das Zeug hält. Hey, wo kommst du so schnell her? Heiltrank, schön, schön. Schild in die Hand und wir kümmern uns um deine beiden Freunde. Da ist schon mal Nummer 1. Oder waren das nur er und er hier? Ja, apropos, es wird immer wieder Zeit für eine neue Waffe. Vorzugsweise neues Schwert. Auch wenn das ganz schön komisch wäre, denn wir haben jetzt schon insgesamt 3 oder 4 Schwerter bekommen und erst 2 Speere und 2 Hämmer. So, noch einmal kurz heilen. Heilen. Und dann haben wir jetzt hoffentlich den Dungeon fertig. So, Schild in die Hand. Also theoretisch könnten wir... Oh, Nummer 3. Theoretisch könnten wir das Auge ja benutzen, um sicher zu gehen. Ich werde dir den Garaus machen.
Da ist schon mal noch einer. Und noch einer und noch einer. Ja. So viel dazu, dass wir den Dungeon schon fast fertig haben. Na gut, aber die Folge ist eh gleich um. Dann kann ich wieder in Ruhe hochheilen. Und dann erledigen wir den Rest von den Burschen hier. So, weg, 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 weg. Wir wollen uns irgendwo in Ruhe ausruhen. Wahrscheinlich erst wieder beim Ausgang, weil die verfolgen einen doch schon recht lange. Obwohl die KI eigentlich sowas gar nicht macht. Aber bei den Wolfsreitern haben die wohl eine Ausnahme reinprogrammiert. Oder ich bilde mir das alles nur ein, eins von beiden. So. Hier sind wir sicher. Dann speichern wir nochmal ab. Und wir sehen uns gleich wieder.